Hallo, was war das für eine letzte Folge? Wir haben ein Shiny-Pokémon gefunden und wir müssen jetzt nach Anemonia City. Wir haben auch gehört, dass es dort einen Arena-Orden gibt. Leider kein Fliegen. Wild Krabby erscheint. Ich habe geangelt, nur falls ihr es wissen wolltet. Ich dachte, hier gibt es auch einen Mantax, soweit ich das weiß. Auf jeden Fall ein Pokémon, das ich noch nicht kenne, gibt es hier zu angeln. Arnold, hey Arnold, was glaubst du so, Footballschädel? Die Ozeanwellen sind wirklich ruhig. Beruhigend, natürlich. Boah, Turtok! Kanonenfutter bin ich gleich. Okay. Body Slam. Zeig, was du kannst. Bam, knack die Schale. Wow. Nass Schweif, aber wir Body Slam dieses Turtok jetzt weg. Was? Was für ein Trainer, Mann. Der kommt aus Kanto nur mit einem Turtok hierher. Du bist ein exzellenter Kämpfer. Punkt. Danke. Tube Girl Sophie. Man kann da jetzt ziemlich viele Tubes vorsetzen, aber da das ein Kind ist, lassen wir das lieber sein. Hallo, was geht denn das hier daneben? Zen Kopfstoß. Wie geil hier die Shinies auftauchen. Man hört so diesen Zaun so. Dring. Voll geil. Also solltet ihr das verpasst haben, yeah. Guckt es euch nochmal an. Flag. Ich bin nur ein Schwimmer. Verurteile mich nicht. Ja. Hilf mir. Da ist ein komischer Typ, der mich stalkt. Können wir ihn bekämpfen, um ihn zu verjagen? Ist der das? Ich muss mal einen Schluck trinken. Ach, so, wieder da. Body Slam. Octillery. Paralysieren wir ihn. Bam. Und er macht Ampelleuchte und wir wurden verwirrt dadurch. Aber jetzt kommt Zen Kopfstoß und Octillery ist besiegt. Level 40. Wow, danke dir. Er ist weggegangen. Jetzt kann ich endlich diesen Ort verlassen. Ja, kein Ding. Kein Ding für ein King. Boah, Tenta brutal. Habe ich noch nicht. Aber wenn, dann würde ich dieses Shiny-Pokémon dazu trainieren. Also geh weg. Hat das auch die gleiche Farbe? Cool. Kirsty. Kirsty ist thirsty. Ich lebe in der Höhenregion. Aber ich kam hierher, weil das ein berühmter eine berühmte Schwimmfläche ist. Oh mein Gott. Mit zu kämpfen? Relikant. Relikant. Ja. Zen-Kopfstoß. Takedown, oh mein. Ah, das hat eine Fähigkeit. Alles klar. Milchgetränk. Deswegen, ich finde Milchgetränk einfach super. Ha, die Attacke ging daneben. Zen Kopfstoß. Der immer mit seinem Bodycheck, aber Zen Kopfstoß regelt das. Weißt du, hier, der Kingstein bringt gar nichts. Nie schrecken die zurück. Saganabüß? Oder wie heißt das Teil? Milchgetränk. Oh. Taucher. Alles klar. Milchgetränk. Okay. Body Slam. Ah, bam. Er taucht wieder unter Wasser. Wir können uns wieder heilen. Und er taucht uns an. Und wir geben ihm einen Body Slam. Gyroball kannst du vergessen. Level 41. Nicht mal unbekannte Pokémon zu haben, gibt mir einen Vorteil. Nein. Oh, Mantax. Landtun. Cool. Habe ich schon ein Dings? Zen-Kopfstoß. Level 31. Das müsstest du überleben, oder? Zen-Kopfstoß. Großartiger Ball.
Und damit haben wir einen Landturm gefangen. Hi. Hey, warte. Mann. Hat er gerade Mann gesagt? Hab ich? Und das müsste es jetzt hier geben, ne? Aha, das hier. Was ist was Unbekanntes, oder? Wieso kriege ich keinen Pokédex-Eintrag? Oh Mann, das sind die Strudelinseln. Übel. Tschüss. Mal gucken, wie viele Shinies uns in diesem Let's Play begegnen. Das ist der 33. Part, glaube ich. Hey, Tobi. Schon wieder ein Tobi. Immer am Trinken, das sollte ich mir aufheben. Für später. Wartortle. Soll das eigentlich eine Kriegsschildgröße sein? Oder wie soll ich War darin deuten? Wenn ihr es wisst, schreibt es mir natürlich in die Kommentare. Body Schlamm, paralysiert. Nassschweif. Zen-Kopfstoß. Und es ist daneben gegangen. Aber es ist auch paralysiert gewesen. Boah, bam. Und Zen-Kopfstoß hat gar keine Dings mehr übrig. Und deswegen gibt's die Body Slam-Attacke nochmal voll auf sein Gesicht. Und die Schale wurde geknackt. Body Slam. Boah, bam. Überroller, Walzer meine ich. Level 41. Ey, die anderen Pokémon sind ja. Du bist ja jetzt hier auf einem guten Level. Das kann man so sagen. Man kann ja sogar nochmal. Kann einfach durch. Ja, die Strudelinseln, den würde ich mir jetzt am liebsten noch nicht so angucken, eigentlich. Das würde ich mit ganz vielen Schutz machen, weil diese Höhle ist abartig. Also Höhlen sind generell abartig. Hallo Barry, was hast du da für einen See um dich herum? Ich will nicht wissen, was das für ein See ist. Ich habe gar keine Hose an. Ja, das unterstützt die These noch. Signal Beam, dieses Carpador braucht wohl mal eine Ampel. Hallo. Power Jam. Boah, was war das nochmal für eine Attacke? Lake oder so, ne? Lake? Boah, ich hätte Kopfnuss machen können. Egal, Power Jam. Juwelenkraft auf Deutsch. Boah, Gyarados, das ist geil. Weil vierfach Schwäche, ich liebe das, Gyarados mit vierfach Schwäche fertig zu machen. Boah, Nassschweif, aber wir machen Discharge und dann ist es erledigt. Ladungsstoß? Bitte kauf mir Hosen. Wah. Sieht so aus, als hänge ich hier fest ohne Hose. Wie? Widerling. Oh, Level 31. Wir geben ihm eine Discharge Attack. Oh, Blubstrahl. Discharge. Paralysiert. Kopfnuss. Weg. Herr Tobato. Hier, probieren wir mal den Schutz aus. Nein. Nicht die Mumu-Milch. Zack. Ja, ich habe jetzt Super Repel benutzt. Misty, was machst du denn hier? Ich denke nicht, dass du hier lang genug gereist bist. Also, ne? Chill noch mal ein bisschen. Alles klar. Torpedo. Wow, Torpedos haben gerade einen Kampf. Ich sollte mich nicht einmischen. Wo geht's denn hier hin? Was sagt die Karte denn dazu? Achso, falsch. Hier. Okay, die Strudelinseln. Und was soll hier drunter sein? Kann man da denn einfach irgendwo hinsurfen? Wie geil wäre das denn bitte, wenn die dieses Gebiet offen machen würden? Ein Hinweis. Schwimm nach oben. Nein. Sieht eher aus wie eine Hand. Okay, ich bin jetzt einmal hier rumgeschwommen und dann noch einmal hier durch die Mitte. Was ist mit Tube Boy hier? Ja, ja. Ich warte auf meine Mutter, bis sie zurückkommt. Hey, du siehst stark aus. Wollen wir mal kämpfen? Na gut, ich... Was?
Ich will gar nicht warten auf eine Antwort. Oh, Meryl, 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 Meryl. Discharge. Bats. Boom. Weg. Einfach geröstet. Guck mal, da brauche ich nur Power Jam. Das ist so wenig KP und so wenig Spezialverteidigung. Das geht einfach weg. Ah, du bist wirklich gut. Jane. Ich Tartan. Hätte das nicht ein Shiny Mushas sein können? Das wäre geil. Was machst du hier draußen? Und du bist nicht mal in einem Schwimmanzug. Was? Oh Mann, ich glaube, ich wurde besiegt. Ja. Ich wusste es. Ich hab's geahnt. Ich hab das geahnt. Wenn Miltang jetzt auch noch besiegt wird, dann... Ja, weiß ich auch nicht. Body Slam! Blubstrahl! Verdammt, das war so knapp! Body Slam! Ah, es war schneller als ich. Weil... Oh mein Gott, die Initiative wurde gesenkt. Das war nicht schlecht. Los, Forstelker! Käferbiss! Vielleicht nutze ich wirklich Forstelker, denn ich hatte eigentlich ein anderes Pokémon im Sinn. Ich weiß nur nicht, ob das hier so funktioniert. Surfen sieht aus, als wenn es bei dir funktioniert. Ja, sag ich ja. Ja. Krass, meine Pokémon sind tot fast. Ja, schon wieder. Hier war dieser Typ ohne Hose auch. Krasser Scheiß. Thomas! Na? Hey, geh mir aus dem Weg. Ich trainiere hier für einen Schwimmwettkampf. Ah, Aquana? Oh, Aquana. Toxin! Ja, es setzt Biss ein. Das finde ich jetzt ein bisschen unlogisch. Hier, Payback. Kann das nicht Blubstra oder so? Ja, natürlich. Flincht es. Haben wir hier noch eine Mumu-Milch? Da, Mumu-Milch aktiviert. Kuhmilch natürlich. Entschuldigung. Heimzahlung. Ist das die Attacke? Ich dachte, das wäre eine normale Attacke, wieso auch immer. Ist sie jetzt... Moment. Okay. Es funktioniert hier? Fragezeichen? Explosion! Ja. Stahl-Pokémon könnte man damit ärgern. Ich. Also mit Payback, weil das ist wenigstens normal effektiv. Aber Explosion. Nee, lassen wir das erstmal. Boah, du hast mich aus dem Wasser gehauen, Alter. Hallo? Der kam mir definitiv zu nah, der Junge. Tentacool. Payback, wir probieren das jetzt mal. Barriere, natürlich. Und jetzt greif mich an, los, komm. Und jetzt kommt man, man müsste ja bis... Das ist mir irgendwie zu unschlüssig, was hier passiert. Wurde besiegt. Die Attacke funktioniert, glaube ich, nicht. Das ist schade. Das ist echt schade. Aber was auch immer. Was soll's. Kabadur, Kabadur. Kabadur. Ja, ja, hier sind alles nur Dovis. Payback. Oh, es hat mich besiegt, nicht. Es wurde besiegt. 13 Pokédollar gehören mir. Ich raub hier die kleinen Pokémon aus. Voll fies von mir. Kappador, Kappador. Schade, dass es nicht auch Zen-Kopfstoß lernt oder so. Here you go. Kekabo? Kekabo. Aber wir müssen das nochmal angucken, oder? Box 7. Da, guckt euch das an. Shiny Tentacha. Das ist der Kracher.
Shiny Tentacher, das ist der Kracher. Leider ist das Wesen nicht grad gut. Aber egal. Es ist shiny und das reicht. Allemal. Was ist mit dir? Bist du gut? Boah. Habe ich hier der Snubbel? Ist das gut? Nein. Upa. Boah. Nö. Kikugi, Kikugi. Dann, ja, okay, gut. Genug geguckt. Forstelker. Vakuumwelle. Spezielle Attacke. Mal gucken, ob die jemand lernen kann. Kann der das lernen? Okay. Yes. Was ist mit Ampharos? Ein neuer Spezialangreifer? Nee, hab ich nicht. Hab ich nicht. Was geht hier ab? Wasserpuls. Nein, brauchen wir nicht. Secret Potion Maker. Es steht quasi über ihr Gesicht geschrieben, dass sie es ist. Hallo, Süßer, was brauchst du? Oh, Jasmin sendet dich für einen Geheimtrank. Sorry, aber mir fehlen die Zutaten. Aber irgendwie kommt die Lieferung nicht. Komm bitte später vorbei. Oh, wenn du wartest, kannst du doch die Herausforderungen in der Arena hier probieren. Das klingt nach dem Plan. Oh, Barbie, stalken erst. Wow. Superpower. 12.000. Das muss ich mir merken. Nicht jetzt, aber das merke ich mir. Habe ich mir wahrscheinlich nicht gemerkt, ne? Aber könnt mich ja noch mal in 20 Parts darauf hinweisen. Kann man nicht mal hier als alter Mann einen Kaffee genießen? Hi, auf meiner Arbeit auch, der macht mich auch immer an. Negativ natürlich. Alles, was ich von dieser Arena gehört habe, ist Wampe. Nein, Spaß. Whoop, whack. Ich denke, ich werde hier für immer leben. Oder von jetzt an. Warst du schon in der Safari? Das ist viel besser als die in Kanto. Suikun. Gib mir. Ich bin das mächtige Suikun. Fürchte mich. Hast du das echt geglaubt? Es ist nur ein Kostüm. Damit habe ich das Halloween-Contest gewonnen. Ich will das haben. Gib es mir. Sorry, Kid, wir können dich nicht fahren. Wir haben Probleme und ich habe keine Lust, das zu lösen. Das ist mir zu anstrengend. Ich bezahle lieber jemand anders dafür und kassiere Fettkohle. Was? Alter. Oh mein. Hast du Suikun auch gesehen? Irgendwie war es schwer verletzt und irgendwie müde. Ich habe es in mein Haus gebracht, um es zu heilen. Und dann kamst du und es ist weggerannt. Wieso läuft es weg? Ich weiß nicht, das passiert mir voll oft irgendwie. Oh Mann, ey. Das war so schön. Ich wollte es haben. Tja, das kannst du vergessen. Ich glaube, diese Safari hier war mega groß. Wupp, wupp. Payback. Punkte. Nein, wir wollen nicht schlafen. Was gibt's hier? Hier gibt's irgendein Pokémon, das ich noch nicht gesehen habe. Und bei der Angel auch nicht. Wer bist du denn? Hey, sei vorsichtig. Manche Leute haben hier paranormale Erlebnisse gehabt. Du wurdest gewarnt. Oh. Ah, und die Musik bleibt natürlich. Whoop. Blilu. Blastoise. Du bist vor dem wilden Pokémon weggerannt. Soweit ich mich erinnern kann, waren die Trainer hier ziemlich stark.
Hallo, Bert. Brauche ich hier irgendwas überhaupt? Ja, du dachtest, das wäre hier leer gewesen? Ha, da hast du falsch gedacht. Ich hab doch mein Radikal. Hier ist nichts leer. Toxinieren wir es einfach. Warum hat es jetzt die ganze Zeit Sucker Punch? Das interessiert mich mal. Protect Sucker Punch. Ja, no problema. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit. Wir machen das anders. Komm her, Zickzacks. Zickzacks kann übrigens Surfer. Aber wir machen Heuler. Super Zahn. Warum macht es das nicht bei Dings? Egal, scheiß drauf. Super Zahn. Kannst du überhaupt angreifen? Und jetzt Zerschneider. Es müsste mich eigentlich angreifen. Jetzt wird Zickzacks Level erreichen. So eine Scheiße. Ja, gut. Heuler, mistige Lage hier, ne? Ja. Jetzt hätte ich das machen müssen eigentlich. Ach Mann, das war doch doof. Forsaker, Forsaker. Toxin. Zack, Punch. Ist mir egal. Protect. Und es wurde hart vergiftet. Ah nein, Käferbiss. Mache ich jetzt trotzdem. Muss ich jetzt machen. Oh, das hat ja nicht viel abgezogen. Schutzschild. Und jetzt Toxin. Und jetzt nochmal Schutzschild. Und dann war's das. Rutenschlag, ja, das ist natürlich gut. Sandwirbel nicht. Oh, gewonnen. Ah, ich halte jetzt mein Maul. Oh, wow, wow, nicht so abdrehen, okay? Wer ist mit Benny? Benny und Jerry's. Ich liebe es hier. Du willst meine. Oh ja, ich will deine Kraft testen. Komm schon, Toxi! Schutzschild! Hä? Alter! wieso ist das passiert? Das macht keinen Sinn, Käferbiss. So, komm, das müssen wir jetzt nochmal irgendwie, das geht so nicht. Wieso ist das passiert? Das zieht mir was ab. Dieses Betrug. Aber sowas von Betrug. La 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 la. Käferbiss regelt schon. Käferbissattacke. Und jetzt besieg es mit Gift. Ja, aber was soll man da machen? Payback. Und jetzt ist es besiegt. Toxin. Boah, Felswurf. Attacke trifft und trifft und trifft und hört gar nicht mehr auf. Das ist ja so gemein. Oh Mann. Das machen wir anders. Ah nein, Felswurf ist schon übel. Ich hab keinen Plan. Du bist dran, Papunga. Riskier mir das. Vielleicht geht's ja daneben. Ah, natürlich geht's nicht daneben. Egal, so konnten wir einfach wechseln. Es ist beides nicht so gut, ne? Mir fehlt ein Wasser-Pokémon, aber ich habe da schon einen Plan. Lasst euch überraschen. Alles nicht effektiv irgendwie auf einer Weise, oder?
Das ist normal effektiv. Okay. Kannst du kein Erdbeben oder so? Was ist mit dir los? Bist du denn für ein... Ich sag lieber nichts, sonst trifft es wieder fünfmal. Hat zwar bis jetzt noch nicht, aber egal, scheiß drauf. Ah, bam, Ampelleuchte und es wurde besiegt. Stalobor. Stalobor, wie kann ich dich nur besiegen? Das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Erdbeben natürlich, das hat reingehauen. Aber ich habe Tornupto. Komm her, Tornupto. Flammenwurf. Ich glaube, ich war unterlevelt, als ich das letzte Mal hier war in meinem Leben. Und ich rallte auch gar nicht, wofür das gut war. Das ist so riesig hier, das ist immer voll doof, dann hier zurückzufahren. Bellsprout. Du bist weggerannt. Ja. Richtig erkannt, ich bin weggerannt. Denn ich hatte allerhand zu tun, verdammt. Das war ja voll der Freestyle. Hey, wo hast du das gelernt? War easy eigentlich, ne? Ihr könnt das doch alle. Ich weiß es doch. Hier in dem Sand gibt's keine Pokémon. Aber dann wäre hier auch keine Stadt. Menschen vertreiben alles. Menschen sind abgrundtief böse. Grass. Upa, Lidlüb. Lino. Felino. Das Gebiet war doch so übertrieben riesig. Ein Untergrund, ein Obergrund. Ja, was soll ich damit machen? Ja, da hatte Golbert doch mal Angst. Wo bin ich jetzt? Wow, hi! Buh! Gengar! Payback-Punkte! Oh, wow, das hat mich getötet fast. Ja, Scheißdreck. Schutz! Hey, warte mal. Komm mal her, Zickzacks. Du bist dran der Reihe. Gengar haut immer rein. Heimzahlung hier schon wieder. Okay. Du bist dran, Forstelka. Forstelka. Payback Attack. Ich wollte gerade sagen, das hat nur so ein bisschen Erfahrungspunkte gekriegt. Aber ich glaube, das ist trotzdem Level gestiegen. Traunmagie. Ich traue Magie in meine Augen nicht. Was ist denn... Phantom Force? Guck mal, wer hätte das 100, dann wäre der tot. Bin mir sicher. Ja, jetzt der letzte Übertrag auch weg. Payback-Punkte sammeln. Los, für dich. Level 41. Du hast den Kampf gewonnen. Was war das denn? Ampharos, du bist an der Reihe. Hey, huch. Das Wasser sieht ruhig aus. Möchtest du Surfer einsetzen? Ja, ich will. Ich will. Kann man hier sowas wie Kaskade eigentlich benutzen? Das wäre cool. You have run away. Ne, Kaskade. Sah nicht so aus. Hupa, whoop, 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 whoop. Ich habe keinen Topschutz, oder? Nein. Oder sowas. Schade, ich dachte, ich habe noch was. Wollte es benutzen. Ging gar nicht.
Ja, ich weiß, dass das nicht richtiges Deutsch ist. Tenta und Cool, du nervst ja so voll ab, Mann. Ich flüchte vor dir. Komm her. Wupp, wupp, wupp. Irgendwann kommt hier noch ein Shiny, weil es so viele Felinos hier gibt. Na toll. Das hat ja was gebracht. Mann, 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 Mann. Wenn man immer die Uhrzeiten anguckt, an denen ich spiele, dann sind das echt irgendwie immer späte Uhrzeiten. Ich scheine sehr nachtaktiv zu sein. Ich finde das so geil, wenn Shiny-Pokémon auftauchen. Du bist immer so, oh, Alter, Shiny, übel. War ich hier recht schon? War ich da recht schon? Wirkt nicht so. Shiny Tentacha scheint ziemlich oft zu sein, oder? So einen geilen Fang habe ich da. Oh, ich habe mich gerade irgendwie. Ich dachte, wow, was ist das für ein Pokémon? So kurzer Name und das sah so besonders aus. Gibt es hier irgendeins, das ich noch nicht kenne? Noch zwei sogar. Oh. Yugong. Dudelidum. Mich würde interessieren, welche diese zwei Pokémon sind. You have run away. Tentacool, Tentacool, Tentatentaten. Oh, Golbat, nein, du hast ein großes Maul. Tschüss. Damn, damn, am Voraus. Du. Wow! Du bist doof. Ja! Toll! Power Jam! Besiegt! Hat ja nur ein KP. Hat sie auch nur ein KP? Banett. Banett. Level 39. Aber trotzdem besiegt, denn es war ein Volltreffer. Mitten ins Schwarze. Was zum... was zum... Oh, Beauty. Na, dann zähl, was geht. Alles gut bei dir? Ich bin ein bisschen verloren. Clefable. Pixie. Man hört das so quasi raus. Discharge. Oh, Spotlight zieht mir was ab. Warum auch immer. Aber das macht nichts. Der macht halt Spotlight. Das stört mich überhaupt nicht. Du kriegst noch eine Kopfnuss und dann war's das. So kriegt man auch Erfahrungspunkte. Einfach geschenkt. Boah, Hytera, Alter. Ja, da... Ja. Ein physischer Angreifer. Hier, nimm mal dich mal. Wer weiß, was du kannst. Frosteker. Hier, Toxin bringt auch immer was. Weil das ist ja prozentual mit dem Gift. Käferbiss. Physische Attacken helfen nur gegen Hytera. Es ist zu mächtig sonst. Vielleicht haben wir was nebenbei zum Heilen so ein bisschen. Sowas wie... was wir nicht haben. Hier außer Oranberry 10 KP. Das bringt ja nichts. Das hat ja keinen Sinn. Wurde besiegt. Habe ich keine Erfahrungspunkte gekriegt? Ach nee, wenig, ne? Oh, komm, Miltank, du bist jetzt dran.
mag Miltank jetzt irgendwie. Ja. Miltank ist cool. Komm, Randall. Alles klar bei dir? Ich mag Piefel. Ich mag Leute nicht, die keine Harleys mögen oder fahren. Habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst. Tut mir leid, du hast so viel geschwafelt. Zen Kopfstoß. Bam. Und er macht benutzt Haze. Ja, sieht mal an. Der raucht aus allen Köpfen, du. Slimehawk. Alles klar. Kopf. Zen Kopfstoß. Gangshot, Mülltreffer, glaube ich. Und vergiftet. Boah, was ist das für Müll? Wo hast du so einen Müll hergeholt? Muck nicht auf. Na, du bist gar nicht schlecht, Kind. Ein Osterei. Habe ich alle Osterei angeredet, die ich gesehen habe? Ich dachte, das bringt nämlich irgendwas. Hey, ich glaube in Heart Gold und Soul Silver war auch so ein krasses Gebiet vor der Safari-Zone in Johto. Oder habe ich mir das eingebildet? Scaramon. Scaramon habe ich mir auch mal überlegt, aber Scaramon ist auch so ein bisschen Mainstream, so, ne? Ich habe doch Antidote. Komm mal her, Miltank. Wir müssen was machen. Hier gibt's ja gar nichts. Voll die Verarsche. Jack. Jack is back. Milchgetränk. Zen Kopfstoß und weg bist du. Du hast keine Chance gehabt. 136 Pokédollar. Fisherman's Friend. Bugcatcher Dennis. Explosionslehrer. Ich habe hier irgendwie, um zu angeln, den falschen Spot erwischt. Ja, das könnte durchaus sein. Boah, übel. Übel. Miltank, Body Slam, paralysiert. Boah, Hydropumpe haut mich weg. Aber irgendwann triffst du nämlich nicht mehr. Hab ich doch gesagt. Los, mach es paralysieren. Oh, schon knapp. Hydro Body Slam meine ich. Hydro Body Slam. Attacke. Level 43. Jupp. Sagt er einfach jupp. Komm ich denn da hin? Milchgetränk. Du hast die. Okay. Einfach hier durch. Ha! Ein Ultraball. Sparrow, go out of my way. Se parece. Er scheint sich. Keine Ahnung. Ah, da kommen keine Käfer-Pokémon raus. Ich bin Käfersammler, habe aber ein Dings, weil ich am Anfang halt ein cooles Pokémon gefangen habe, namens Visor. Sucker Punch, Body Slam, du bist weg. Wie wir es doch kennen. Lydian. Überroller. Hey, Walzer. Was? Oh nein. Ja, mega krass, ey. Oh, das kann gar nicht mit Kopfnuss bearbeitet werden, dieser Baum. Oh, jetzt sehe ich aus wie ein Idiot. Ja. So, das ist halt ein Baum. Warum sollte man denken, dass das nicht geht? Milchgetränk. Okay. Du bist weggerannt und jetzt geht's los. Du bist dran. Gibt's hier irgendwas? Ich glaube nämlich nicht.
Dun, 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 dun. Nein, es gibt hier nichts, verdammt. Forstelka basiert übrigens auf einer Walnuss. Und Tanzer natürlich nach einem Tanzapfen. Auf einem Tanzapfen. Ist ja klar, ne? Das macht ja Sinn. Aber das mit der Walnuss, das war mir gar nicht so klar, muss ich ganz ehrlich gestehen. Okay, hier Dings zu übernehmen ist irgendwie nicht so cool. Pony Wack, was geht ab? Du bist Wack. Und zwar mehrfach, deswegen Poli. Oder Pulli weg, weil es ist Sommer. Gibt's hier irgendwas? Nö. Okay. Das war also quasi unnötig. Seele. Wow. Um der Beste zu sein, musst du auch die Besten schlagen. Werde ein Champion. Tick da. Jetzt auch ein Pokémon, das ich noch nicht hab. Du kannst nicht rennen, wegrennen. Das ist ein Dick da mit einer komischen Fähigkeit. Wie heißt die nochmal? Auswegslos, glaube ich. Hätte ich jetzt gefangen am liebsten. Ja. Im Einzelkampf ist das nämlich ziemlich gut zu gebrauchen. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Okay, dann versuch's. Signal Beam. Volltreffer. Und jetzt Power Jam. Texo. Discharge. Scary Face. Oh nein, es hat meine Initiative gesenkt und jetzt kann ich quasi gar nichts mehr. Power Jam. Oh, Schlitzer. Voll durchgeschlitzt, aber ich habe nochmal Juwelkraft eingesetzt und wurde noch nicht ganz vernichtet. Level 44, Discharge. Oh nein, es setzt Schutzschild ein, aber jetzt kann es nicht mehr sich schützen. Oder sehr unwahrscheinlich. Ja, Ampharos. Gut gemacht. Du wirst jetzt erstmal abgelöst. Ruh dich aus. Was ist hier gerade aus? Wir wollen alles. Seht, verdammte Kakale. Tick da, ding. Hat geblitzt. Hier konnte ich wegrennen. Was gibt's? AP Plus. AP Plus nehmen wir immer gerne mit. Immer her damit. Gewinne. You have run away. Boah, voll auf ihn drauf. Hey, was gehst du auf mir rauf? Ich liebe mein Fahrrad im Rasen zu fahren. Liebe es, mein Fahrrad im Rasen zu fahren. Okay, Flammenwurf. Ich liebe es, Pokémon-Trainer zu besiegen. Flammenwurf. Granbull wurde besiegt. Boah, Expert. Ich wusste, dass der nämlich das einsetzt. Das ist nämlich übel. Jetzt wurde meine Initiative gestärkt und jetzt bin ich schneller und boah, es hat mich einfach besiegt. Und jetzt ist Walnuss am Start. Forstelka, los, Payback-Attacke. Ja, das wäre so an sich nicht schlecht, aber nein, alles gut. Oh, bitte melde mich nicht. Warum sollte ich? Ist doch ein cooler Typ. I want to ride my... Also, seht ihr, wie lang der Weg ist? Kannst du irgendwas? Oh ja, hast du das gesehen? Das war alles krass, was ich gemacht habe. Hier. False Swipe. Nein, danke. Aber müssen wir uns eigentlich auch merken. Ist ja immer gut zu gebrauchen. Um Pokémon zu fangen, ne?
Hallo, Jenkins. Na? Hi, Sir. Ich bin einfach nur... ne, so ein Ladenhüter. Ich habe hier so brauchbare Sachen für dich. Ja, super Reaper ist so cool. Das weiß ich ganz genau. Ja, Mann. Langsam ist die Folge auch vorbei. Ich sehe das. Aber ich hätte gerne eigentlich noch die... den Arena-Kampf mit drin. Deswegen wäre es cool, wenn Yuki, Ultra Bull Maniac, Riolu. Hier ist eine Safari-Zone. Naked. Okay, der Eingang ist überhaupt nicht verfügbar, oder was? Willkommen in der Yoto-Safari-Zone. Möchtest du die Dings? Nee, das ist mir zu teuer gerade einfach. 5000 ist nicht so teuer eigentlich. Ah. Okay, einmal. 20 Minuten. Oh, das geht leider nicht. Hier kann man zum Beispiel Pokémon fangen. Ich kann euch aber zeigen hier. Indivi kann man hier zum Beispiel fangen. Es gibt hier so bestimmte Areale. Hier ist das Rasenareal. Quasi. Pantimos. Wow. Okay. Irgendwo konnte man hier Quaxo fangen. Das bin ich mal begegnet in meinem letzten Spiel. Und konnte es nicht fangen, weil... Pokebälle und so zu wenig. Also, hier ist immer ein Besuch wert. Sagen wir es so. Hier gibt es so, glaube ich, elementare Areale. Ich glaube, hier gibt es auch so ein Schneeareal. Eis-Pokémon, ihr wisst. Meine Leibspeise. Hier oben, ha, sehe ich sogar. Was kann man hier, habe ich hier irgendwelche Pokémon? Noch nicht, Rossana, hier Sneebel und so. Botogel, das schlechteste von allen, was man finden konnte. Lapras im Wasser einfach. Und hier so noch welche, die ich noch nicht gesehen habe. Ja, wie soll ich dich denn angreifen, ohne dich zu besiegen? Das geht ja fast gar nicht. Oh, mit Geschenk wurde ich überhäuft. Schlaf, Bruder! Und jetzt geht's los. Kugelsaat. Komm schon. Komm schon, noch einmal. Reicht. Oh Mann, es macht mir immer Geschenke. Ich kann nicht widerstehen. Deswegen muss es schlafen. Es ist am Schlafen. Superball, los. Ach du. Ja, schlaf weiter. In dem Ball hier. Ach Mann, du. Hyperball, los! Irgendeiner wird doch wohl gut genug sein. Ja, sag ich ja. Die Areale sind halt ziemlich groß und... Schnäppke. Ah, Schnäppke. Through a Pokéball. Männliches Schnäppke. Das würde ich gern in Höhen fangen. Das gibt's auch in Höhen locker. Brumm, weggeschmolzen. Auf jeden Fall gibt's hier diese Pokémon. So. Hier ist, glaube ich, so der Wanderpfad, der Stärk... Der Steinpfad quasi. Hier gibt's, glaube ich, auch Evoli. Magma, okay, nicht Evoli. Hier habe ich quasi alle gesehen, außer Schneckmark. Feuerriegel kann man hier fangen. Es geht schon klar eigentlich, ne? Deswegen verschwind ich. Kann man hier ein Fluchtseil benutzen? Habe ich überhaupt noch eins? Oh nein, das ist bestimmt hier. Nein, ich dachte, ich komme zu Dings. Wie unnötig. Okay, dann fahren wir mit dem Fahrrad. Klären die Arena ab.
Also ist das mal wieder ein überlange Part. Also die sollten hier Fliegen einführen. Das ist halt wirklich ein Nachteil. Ne? So, ohne Fliegen. Ach Mann, wohin? Okay, Brateule gibt's jetzt. Flammenwurf. Boah, das hat überlebt. Flammenrad. Das ist der beste Rad, den ich dir geben kann. Hier kann man anscheinend ziemlich gut trainieren noch jetzt, zu der jetzigen Zeit. Level 40er Pokémon, das ist doch voll super. Vielleicht stinken wir auch gegen die Arena ab. Ich hab ja gar keinen Plan, wie cool hier die Trainer sind und so weiter und so fort. Das muss ja cool sein, denn die sind ja auf Level 100.000 hier schon in dieser Höhle gewesen, ja. Bin ich da schon weitergefahren eigentlich? Nö. Boah, Dead End. Boah, wow. Wie heißt das nochmal? Cognodon? Flammenwurf. Hat das nicht übelst krasse Angriffswerte? Antikraft? Ja, das ist natürlich kein Angriffswert. Spezialangriff, du weißt. Was kann das denn hier für Attacken, Mann? Was? What's that to? Ah, für dich, ne? Dead End hier. Tidling. Okay, wir müssen uns hier ein bisschen beeilen. Ich weiß, es ist schon spät und ich muss morgen früh arbeiten. Whoop. Ich werde sowas von müde sein, aber egal. Für euch mache ich trotzdem die Folge. Oh, fein. Zu lang. Dieses Video ist zu lang. Okay, Leute. Ich werde mich nochmal heilen und die Arena wird dann gestartet. Als krönender Abschluss für den heutigen Abend. Nein, möchte ich nicht. Danke. Aber nicht mit Forstaker, sondern mit Kuhmilchmutter persönlich. Hallo. Meltang. Danke. Denn das ist ja eine Kampfarena. Ich weiß, es ist ein Normal-Pokémon, aber wir gucken mal. Boah, Alter, Drain Punch. Kann das. Take care, only flying type I use. Was? Fighting type meint er wohl, ne? Nicht flying. Flying Pizza hier. Das ist ein großartiges Dojo. Das ist ein Dojo, ist eine Höhle. Rabauz! Du kleiner Rabauzki! Zen Headspot, Alter! Zenetobato! Und was hast du noch? Ich wusste es, Hitmon Top! Capoeira! Aber zack! Dreifachkick! Oh, und noch einen in die Magenkuhle! Was? Das tat weh, aber wir haben nochmal seinen Kopfstoß und dann war's das mit dir. Bam. Ausgebeybladet. Was kannst du so? Ich habe im Dojo von Sophronia City trainiert. Ich kenne dich, du hast mich besiegt. Hast du wirklich da trainiert oder bist du noch genauso stark? Hast nur da trainiert wahrscheinlich, ne? Ja, ich hab dich durchschaut. Zen Kopfstoß. Oh, es hat überlebt. Nahkampf, das hab ich nicht überlebt. Miltank wurde besiegt. Los, du bist dran, Forstaker. Käferbiss. Boah, Nahkampf hat mich voll weggehauen. Käferbiss hat ihnen den Rest gegeben. Level 43.
Ich hab nie gesagt, dass das gut war. Nein. Macht nichts. Oh Mann. Einfach raus. Ja gut. Alles gut. Habe Furcht vor meinen Fäusten. Und vor dem anderen soll ich mich vor seinen Käsefüßen in Acht nehmen, oder was? Boah, Himmelhieb. Discharge. Ich entlade mich. Sky Uppercut. Sky Abonnenten. Mist. Besiegt Abonnent. Ja, Forstaker profitiert ein bisschen davon jetzt hier. Los, Käferbiss. Jawohl, besiegt. Level 44. Ah, meine Fingerkuppen. Keine Ahnung. Ja, alles klar. Ich wusste es, ein dummes Kickli-Mann. Flammenwurf. Bam, direkt zwischen die Beine. Jetzt brennt's. Fegekick? Fegekick? Wirklich jetzt? Fegekick? Er hat Fegekick eingesetzt gegen ein Feuer-Pokémon. Eine Feuerattacke gegen ein Feuer-Pokémon. Das ist dumm, deswegen Ruckzuckieb und weg mit dir. Level 45. Du bist kein dünnes Brett. Er wollte mir sagen, er ist so dick, dass er auf dünnen Brettern Fußspuren hinterlässt. Ableithieb. Ha, jetzt komme ich drauf. Wäre doch was für Miltank eigentlich. Wenn es das lernen könnte. Eine Kampfattacke, meint nur. Ableithieb ist physisch. Din, dudelin, dudelin, dun, dun. Arena-Leiter. Ich werde sie jetzt zum Kampf herausfordern. Und zwar werde ich vor Staker an erste Stelle tun. Ein Part mit Überlänge. Hallo, Chuck. Du kamst so weit. Lass mich dir was erzählen, ich bin hart im Nehmen. Meine Pokémon können Steine zerschmettern und Bohnen zerknacken. Bam, er hat einen Stein weggeworfen. Na, bist du jetzt wütend? Das hat nichts mit Pokémon zu tun. Ja, das ist wahr, lass uns kämpfen. Primatenaffe, du bist dran. Los, Forstaker, du bist dran. Toxin. Boah, bam. Ja, schwer vergiftet. Schutz. Ja, das bringt nichts, wa? Jetzt bist du schwer vergiftet und wirst daran zugrunde gehen. Boah, oder auch nicht. Schutz, Schild. Boah, so kann man auch Kämpfe gewinnen, wa? Es hat funktioniert. Wir haben Rasaf mit unserem Forstaker besiegt. Taktisch und überlegen. Lucario? Was zum Teufel ist das denn, Lucario? Heimzahlung. Aurasphäre. Natürlich konnte ich das nicht überleben. Aber wir haben ja noch Tornopto. Ich habe, glaube ich, Tornopto gesagt. Aus Versehen in irgendeiner Folge. Das habe ich früher als Kind gesagt schon. Komm, Flammenwurf. Bam. Das hat er versucht mit der Brust aufzuhalten, aber besiegt. Oh, bin mal gespannt. Flammenwurf. Mal sehen, ob Quappo was gegen uns... Oh, es brennt. Egal. Dieser Kampf wird einfach trotzdem fortgeführt. Flammenwurf. Gut, dass wir es verbrannt haben. Volltreffer auch noch. Und Blubstrahl hat uns weggehauen. Guck mal, ich... Miltank, Ampharos hat weniger Level. Das finde ich besser. Los! Ladungsstoß! Bam! Er so Überroller, aber wir so. Ladungsstoß, glaube ich, und... Weg ist das Ding! Und schon haben wir den Orden.
Ich habe verloren. Was, wie wär's damit? Hier, der Sturmorden. Ein offizieller Pokémon-Liga-Orden. Deine Pokémon werden stärker durch diesen Orden. Du hast mich besiegt, du bist der Wahnsinn. Alles klar, Freunde. Somit ist dieser Part auch gleich Geschichte. Wir gucken nur, ob wir Ableithieb an irgendjemanden ableiten können. Zehntausend? Kannst du das lernen? Ja, Miltank kann es nicht lernen. Jetzt gucken wir mal, ob Forstaker das lernen kann. Natürlich nicht. Alles klar. Damit verabschiede ich mich mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.